Okay, dann geht's los. Funktioniert wunderbar. So, wir beschäftigen uns erstmal mit den Kongruenzsätzen am Dreieck. Welche gab es nochmal? Sag mal ein paar Kongruenzsätze. Wann sind zwei Dreiecke kongruent? Ja? SWS, Seite, Winkel, Seite oder Seite, Seite, Seite oder? Genau, SSW, die größere von beiden Seiten muss gegenüber des Winkels liegen, dann sind auch die beiden Seite Dreiecke kongruent. Ja? WSW, genau, Winkel, Seite, Winkel. Nicht Winkel, Winkel, Winkel. Ne? Winkel, Winkel, Winkel. Das sind gleichseitige Dreiecke und die gibt es natürlich in jeder Größe. So, okay. Wir beweisen nochmal einen gemeinsam, um ein bisschen warm zu werden. Ihr habt das letzte Mal, habt ihr alle bewiesen und versucht zu beweisen. Wir gehen nochmal einen explizit durch und da würde ich vorschlagen, wir nehmen uns den kompliziertesten, nämlich SSW. Lange Seite, kurze Seite, Winkel. Okay. S, S, W. Achso, der Winkel wird eigentlich nicht groß geschrieben. Na, ist egal. Mal. Ja, doch. Doch, doch, stimmt schon. Lassen wir es mal so. Okay. Wie fängt man mit so einem Beweis an? Was habt ihr jetzt allererstes gemacht? Eine Skizze. Okay. Das heißt, wir brauchen zwei Dreiecke, die kongruent sind wahrscheinlich, ne, mit SSW. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir jetzt begründen, dass die beiden kongruent sind, weil sie in die Bedingungen erfüllen. Okay, also wir haben hier ein Dreieck, S, S. Also das hier ist die lange Seite, das ist die kurze Seite und das ist der Winkel Alpha. Und dann bin ich jetzt mal fies. Warum bin ich fies? Ja? Andersrum orientiert, genau. Macht's also, ich nehme den allgemeinsten oder den schwierigsten aller Fälle. Manchmal sind sie gleich orientiert, dann muss ich einen Schritt weniger machen, aber so, naja. Guck gerade mal, kann man das im Stream sehen? Das mit dem Licht ist echt ein bisschen schwierig. Versuche das nochmal ein bisschen nach vorne zu schieben. Ja, diese Whiteboard-Tafel ist echt ein bisschen ungünstig. Naja, aber könnt ihr vielleicht das Licht bei euch mal ausmachen? Das spiegelt sich nämlich in der Tafel. Ja, ich glaube, so ist besser. Und vielleicht den Vorhang hinten zumachen. Sorry. Ah, perfekt. Ich glaube es. Na, noch weiter. Muss wirklich an alles denken hier. Ja, ich glaube, so kann man es am besten sehen. Es ist zwar immer noch ein bisschen dunkel, aber jetzt könnt ihr es nicht. Was meinst du? Was meinst So. Jetzt kann man es auf dem Stream einigermaßen erkennen, aber ihr könnt nichts mehr sehen. Geht einfach auf den Stream. Ja. Okay. So. Also, das Dreieck und das Dreieck erfüllen die Bedingung SSW. Also wir wissen schon mal, die beiden Seiten sind gleich lang, die beiden Seiten sind gleich lang und der Winkel ist gleich groß. Und wir wissen, Kongruenzabbildungen, Achsenspiegelungen, Drehungen, Verschiebungen, Schubspiegelungen und so weiter sind längen- und winkeltreu. Das ist das, was wir wissen. Oder gebrauchen können. Wir wissen viel mehr natürlich, aber das können wir gebrauchen. So, was machen wir als erstes? Ja. Ist es der hier? Ja, genau. Nennen wir den mal A, B, C. Ja. Können wir auch den Punkt A schieben, also den roten. Du verschiebst?
das Dreieck so, dass Punkt A auf Punkt, wo ist mein Rot? Da. Auf Punkt A' landet. Ne? Nehmen wir das hier mal. Oder vielleicht nehmen, was A' geschickt, weil A' wird ja das da sein. Nennen wir das mal A-Bild oder A-Ziel. Ja, für das Ziel. AZ, CZ und BZ. Das ist das Ziel, die Zielpunkte sozusagen. Okay, das Zieldreieck. Also du verschiebst jetzt das Dreieck Nummer 1 so, dass A auf AZ liegt. Machen wir mal. Das wird ja definitiv funktionieren, da sind wir sicher. CAB-C-A'. Okay. Alpha'. Was machen wir jetzt? Mhm. Wir können um den Punkt A sehen, dass B' gleich BZ ist, wegen der, das wissen wir wegen der Längentreue. Sehr schön. Wir haben hier einen Drehpunkt A'. Wir haben B' und BZ. Wir wissen, die Länge S ist hier gleich S in Rot. Das heißt, wenn wir drehen, und die Drehung ist ja längentreu, wird diese Strecke S auf diese Strecke S gedreht. Das heißt, B' wird auf BZ landen. Okay. So. Das ist B2'. Nee, Quatsch. Oh, oh, falsch. So, das ist C2' und das hier ist B2'. Okay. Alpha2'. Was machen wir jetzt? Mhm. Jetzt kann man ja an S spiegeln, also an klein S. Ja, das spiegeln wir an klein S. Was? Spiegelachse liegt und dann sollte C' auf CZ aufgebildet werden. Wir spiegeln jetzt hier, klar, an S. Jetzt ist natürlich die Frage, warum bist du so sicher, dass C2' auf CZ abgebildet wird? Ja, du weißt halt nicht, ob Groß S blau auf Groß S rot landet, weil du nichts über diesen Winkel hier weißt. Das heißt, dann müsste man über den Winkel sehen. Genau. Wir spiegeln das, ja, wahrscheinlich braucht man beides. Wir spiegeln das jetzt hier runter. Das machen wir mit dem Rot, mit dem, na gut. Also wenn wir jetzt hier so runterspiegeln, was wissen wir dann? Ich zeichne es mal in lila ein. Wir wissen, wenn ich jetzt gespiegelt habe, diese Strecke S bleibt auf S. Und wir wissen, weil die Achsenspiegelung winkeltreu ist, dass A2' auf Alpha, auf Rot Alpha landet. Also das wissen wir auch. Wir wissen aber nicht, wie lang, und wir wissen auch dann damit, dass die lilane Strecke auf der roten Strecke verläuft. Wir wissen nicht, wo sie stoppt. Genau. Also sie könnte jetzt überall stoppen. Ja. Mhm. Nee, wir haben den Winkel kennen wir nicht. Wir wissen aber, die Länge S ist gleich der Länge S. Und wenn ich von dem gespiegelten Dreieck, von dem lilanen, muss auch Groß S an diesem Punkt starten. Was können wir also machen, wenn wir diese Gerade hier haben? Wir wissen, die verläuft hier entlang. Mhm. Ja? Ja, ja. Was mache ich jetzt hier von da aus? Hm? Radius.
Z mit der Länge S. Genau, den Radius mit Groß S um diesen Punkt. So, wo wird er zwangsweise landen? Hm? Warum? Weil wir zu viel Drehung haben und die hängt frei. Also wir drehen ja S um den Punkt BZ. Ja, genau. Und, der Weg ist Alpha bleibt sehr klein. Also den. Ja. Den mit Wirk hat, kann ich alles erklären können. Aber es gibt ja nur einen Schnittpunkt. Und die Strecke, also der Winkel Alpha ist festgelegt. Ja. Es kann nur einen Schnittpunkt geben, genau. Von dieser Strecke hier, ne? Das muss S sein. Und wegen der Längentreue und dem Kongruenzsatz müsste es doch dann passen. Wir haben es ja auch als Voraussetzung, dass die zwei Dreiecke Kongruenz sind nach dem Satz S ist. Nee, wir wissen nur, wir wollen gucken, ob sie konkurrent sind. Wir wissen, SSW gilt. Ja, wir wissen, dass die zwei Seiten gleich lang sind. Die beiden wissen wir, dass sie gleich lang sind, genau. Und da wir auch wissen, dass die... Ja? Ja, genau. Also die Frage ist nur, warum sind jetzt diese beiden Strecken gleich lang? Die lilanen und die rote, die hier aufeinander liegen. Oder warum sind die beiden Winkel hier gleich groß, könnte man auch argumentieren. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir vermischen gerade zwei Sachen. Wir machen erstmal eine Achsenspiegelung von dem Dreieck darüber. Und dann drehen wir das Dreieck so, dass die beiden Winkel aufeinander liegen, ja? Hm? Ja, vor allem über, also wir hätten vielleicht auch einfach anders drehen können am Anfang. Was wäre denn, wenn wir so drehen, dass C' auf C'Z liegt und dann Achsenspiegelung an der Gerade machen, die wir nicht kennen? Ja, du weißt nicht, ob C' auf C'Z liegt. Du kannst es natürlich drehen, dann liegt es vielleicht hier irgendwo und dann spiegelst du es. Dann hätten wir aber die Orientierung geschafft. Dann würde S auf S liegen. Ja, ich habe trotzdem das Gefühl, es wäre besser, wenn wir erstmal die Orientierung gleich machen und dann das Ganze nochmal durchführen.
Ich sehe, ich habe jetzt selbst Probleme, es zu sehen. Ja, das ist schwierig an der Stelle. Lasst uns mal Folgendes machen. Wir machen es nochmal rückgängig. Ach komm, machen wir es ganz weg. So, A, C, B, S, S, Alpha, A, Z, B, Z, C, Z. So, lasst uns erstmal die Orientierung ändern. Okay, wir machen erstmal eine Achsenspiegelung von dem Dreieck hier. Achsenspiegelung ist längentreu, dann ist das gleich A', B', C', S, S, Alpha. Was haben wir dann als erstes gemacht? Wir schicken den Punkt A auf AZ. Den Punkt A' auf AZ, genau. Dann liegt der so da, bewegen, ne? A2', Alpha, C2', S, S. B', dann genau. S, also klein S auf, beziehungsweise der Punkt B' auf BZ liegt. Genau, das wissen wir, das kriegen wir hin, weil S ja längentreu, die Drehung ist längentreu, also S wird, blau S wird auf Rot S landen. Das heißt, wir wissen dann, das hier, Alpha, klein s, das stimmt überein. Und die b's stimmen überein. So, was mache ich jetzt? Ich weiß, das hier ist irgendwie lang. Wir wissen, dass die Strecke s, also groß s, wir können jetzt groß s als Radius nehmen und um Punkt bz. Genau. Wir machen jetzt um BZ einen Kreis mit dem Radius S und nehmen den Schnittpunkt mit dieser Geraden hier. Damit ist doch dann die andere Seite auch genau definiert, weil wir wissen, dass S im Kongruenzsatz bzw. längentreu dann auch. Genau. Richtig, genau. Aber jetzt sehen wir vielleicht, also was jetzt einfacher ist, sozusagen, wir müssen nicht gleichzeitig die Orientierung ändern und uns Gedanken machen über diese Schnittpunktgeschichte. Jetzt können wir uns nur darüber Gedanken machen, warum ist jetzt dieser Punkt hier der gleiche, als wenn wir dasselbe hier oben machen würden. Wir können ja auch hier einfach mal Alpha nehmen, hier eine lange Gerade reinzeichnen. Hier Alpha, klein s, hier B' und da ein Kreis drumherum. Warum ist der Schnittpunkt, die Länge hier, die gleiche wie da? Aber wir haben doch die Länge vorgegeben. Und wenn die Länge s gleich bleibt, und gleich s auch bei beiden Seiten gleich ist, dann gibt es ja nur noch eine, und der Winkel Alpha auch gleich bleibt, gibt es ja nur noch eine mögliche Länge für diese dritte Seite. Genau. Also ich versuche es mal anders zu formulieren. Ja. In der Situation hier haben wir das rote Dreieck und das lilane Dreieck aufeinander. Okay? Bei beiden ist Alpha gleich, klein s gleich, diese Gerade ist gleich. Wir wissen bei dem roten Dreieck, wenn ich hier rum einen Kreis ziehe mit dem Radius s, dann ist hier der Schnittpunkt. Das war ja schon so. Das rote liegt ja schon da. Das heißt, wenn ich von dem Punkt aus einen Kreis mit dem Radius s mache, dann lande ich hier.
sagt mir das rote Dreieck. Das heißt, wenn ich das lilane hier ansatzweise drüber lege und von hier aus einen Kreis mit nur Radius S mache, muss ich hier landen. Geht gar nicht anders. Ich merke bei euch noch so leichte Unsicherheiten. Ja, weil die Unsicherheit da, warum das so Es ist nicht anders. Ich dachte nur, es ist vielleicht einfacher zu verstehen. Also für mich war es jetzt einfacher. Wenn du sagst, war vorher schon klar. Okay, klar. Ja. Also, wir haben ein rotes Dreieck hier liegen. Das liegt ja da, so wie es gezeichnet ist. Ich steche bei dem roten Dreieck hier ein und ziehe einen Kreis mit dem Radius groß S. Dann lande ich bei dem Punkt hier, weil das rote Dreieck so ist. Wenn ich jetzt das lilane drauflege, habe hier Alpha, da klein S, da Punkt B, ziehe einen Kreis drum mit Radius S, muss es ja am selben Punkt landen. Geht gar nicht anders. So. Das heißt, die beiden Dreiecke sind kongruent. Weil ich jetzt sehen kann, okay, CZ ist gleich C. Und wenn die drei Punkte aufeinander liegen, also ich weiß, A, die beiden A's liegen aufeinander, die beiden B's liegen aufeinander, die beiden C's liegen aufeinander, muss das Dreieck kongruent sein. Geht gar nicht anders. Ne? Wenn die drei Eckpunkte aufeinander liegen bei einem Dreieck, sind die Dreiecke kongruent. Okay. Warum funktioniert das nur, wenn der Winkel gegenüber von der größeren Seite ist? Wenn der Winkel nicht gegenüber ist, sondern wenn der Winkel an der längeren Seite ist, dann würden wir beim Rad, also wenn wir dann den Radius ziehen, würden wir zwei Schnittpunkte bekommen und damit wäre das Dreieck nicht mehr eindeutig definierbar. Also würde nur für einen Schnittpunkt gelten. Genau. Ich wiederhole es nochmal, wenn wir jetzt hier die Situation hätten, Alpha ist die größere Seite, ne? Na. Ja doch, kann man schon so machen. Alpha ist die größere Seite. Quatsch, Alpha ist die größere Seite, Quatsch. Hier an Alpha direkt dran liegt die größere Seite. So, und jetzt kommt hier noch die kleinere Seite dazu. Angenommen, das ist die größere Seite und jetzt kommt noch die kleinere Seite. Wenn ich jetzt hier einen Radius drum ziehe mit der kleineren Seite S, dann haben wir zwei Schnittpunkte, nämlich den hier und den hier, ungefähr. Ne? Klein s, klein s. So. Also bei der letzten Überlegung, ich ziehe einen Kreis mit dem Radius um den Punkt B, würde es bei der Situation kleines s versagen, weil ich hier zwei Schnittpunkte bekommen würde. Das heißt, es gäbe zwei mögliche Dreiecke, die nicht kongruent sind. Das heißt, ich habe keine Aussage über Kongruenz. Okay. Und so funktionieren alle anderen Sätze auch. Bei den anderen ist es noch einfacher. Das war das Schwierigste jetzt, weil man hier an der letzten Stelle muss man sich wirklich ein bisschen überlegen. Bei den anderen ist es eigentlich fast klar. Dann bei SWS oder bei WSW und so funktioniert es eigentlich immer relativ gut. Okay.